kann man die Bodenstrukturqualität und die Verdichtung mit der Strudelmethode diagnostizieren. Hier zeigen wir die Probenahme, die Volumenmessung, die visuelle Beurteilung einer Probe im Labor und die verschiedenen physikalischen Parameter, die wir damit rechnen können. Und jetzt das Material für die Probenahme. Eine Kiste, eine Sparte, eine Minischaufel, ein Maßstab, Messer, ist immer praktisch, die Zylinder, Plastiksäcke für die Zylinder, äußere Plastiksäcke, Bleistift und Papier, Permanent Marker, ein Probenehmer und ein Hammer. Jetzt möchte ich eine Beprobung machen von 5 bis 10 cm. Das heißt, dass ich erstmal die 5 ersten Zentimeter wegnehmen muss. Ich tue einen Plastiksack rein. Es ist gut, wenn es an der Seite ein bisschen rauskommt, damit man das nachher aus dem Probenehmer rausziehen kann. Bei der Probenahme muss man aufpassen, dass der Zylinder jetzt gerade im Boden reinkommt und keine Zickzacks macht. Wenn Sie mehrere Beprobungen machen wollen, dann am besten alle gleichzeitig reinhauen und am Ende rausnehmen, weil beim Rausnehmen kann die Struktur geschädigt werden. Natürlich kann man auch eine Probe in einem Bodenprofil nehmen. Es gibt zwei Arten, Probenehmer rauszunehmen. Entweder mit dem Messer drumherum schneiden, stick, stick, oder man kann so drauf drücken und auf der Seite schubsen. Da muss man aufpassen, dass man wirklich drückt und nicht zieht, weil beim Ziehen wird die Probe kaputt. Um die Probe rauszunehmen, mit der Hand auf diese Seite die ganze Fläche ein bisschen drücken und auf der anderen Seite die Plastikhülle ziehen. Die Plastikhülle ein bisschen drehen, einen Namen dazu und dann in einem zweiten Plastiksack einwickeln, damit es die Bodenfeuchte bei der Probenahme behält und dadurch auch nicht trocken wird. Wenn man nicht das ganze Material dabei hat, kann man einfach eine Sparte nehmen und ein Messer, um eine ungestörte Probe zu nehmen, indem man einfach einen Bodenklotz rausschaufelt. Der Klotz sollte ein bisschen größer sein, als was man plant, weil man es nachher im Labor wieder zurechtschneiden kann. Beim Transport, entweder hat man ganz viel Luftpolsterfolie in eine Kiste oder die Probe auf einem Bodenkrümel hinlegen und den Deckel zumachen. Wenn die Proben im Labor ankommen, muss man sie präparieren, das heißt gerade schneiden auf eine Seite, damit sie auf der Desorptionsplatte äquilibrieren können. Die Bodenproben müssen jetzt auf 100 Hektopascal äquilibriert werden. Das Einfachste ist, sie zu sättigen oder fast auf minus 10 Hektopascal für eine Woche und dann wieder eine Woche lang auf minus 100 Hektopascal desorbieren lassen. Wenn die Proben einmal auf 100 Hektopascal äquilibriert sind, muss man sie wiegen und das Volumen messen. Wir werden das Volumen messen mit der Plastiksackmethode. Was man dafür braucht, ist eine Waage, etwas, um die Probe zu stabilisieren, ein Eimer Wasser, eine Vakuumpuppe, Plastiksäcke, etwas, um die Plastiksäcke zuzumachen, eine Schere, ein Maßstab, ein kleiner Lappen, das ist immer praktisch, und etwas zum Schreiben. Die Probe im Plastiksack geben und den Plastiksack hermetisch um den Schlauch abdichten, um Vakuum zu machen. Wir setzen einen Differenzdruck von minus 400 Hektopascal. Um das Volumen zu kennen, benutzen wir das Prinzip von Archimedes und messen das Gewicht vom Volumen, das von der Probe bewegt worden ist. Und jetzt schneiden wir den Plastiksack und messen, wie viel im Wasser eingetaucht war. Jede Probe muss mindestens zweimal gemessen werden, um sicher zu sein, dass die Messung gut ist. Es sollte nicht mehr als 1 Kubikzentimeter Differenz sein zwischen den zwei Messungen. Die Messung sollte so viel wie möglich wiederholt werden, damit man in diesem Kubikzentimeter Differenz ist. Einer der Vorteile dieser Methode ist, dass der Plastiksack wirklich die Form der Probe nimmt, auch wenn da ein Loch ist, wie zum Beispiel hier wegen der Probenahme. Das sind die Sachen, worauf man aufpassen muss. 1. Nichts muss den Eimer oder die Waage berühren und nichts muss den Plastiksack berühren. 2. Nicht vergessen, die Tara zu machen. 3. Keine Luftblasen dürfen im Plastiksack eingesperrt sein. Ein Tipp, um diese Luftblasen zu vermeiden, ist die Probe ein bisschen zu wackeln während der Messung und das wird die Luftblasen befreien. So sieht eine Probe aus, die einen Regenwurm drin hatte.
Wenn wir die Bodenstruktur messen von dieser Probe, ist es nicht die Bodenstruktur des Feldes, sondern die Bodenstruktur, die von einem Regenwurm kreiert wurde, der während einem Monat in diese Probe 150 Kubikzentimeter rumgewühlt hat. Mit Corvess kann man die Bodenstruktur von einer Probe beurteilen in Laborbedingungen. Wie beim Feldwess gibt es eine illustrierte Tabelle mit Noten von 1 bis 5. 1 ist eine sehr gute Struktur und 5 eine sehr schlechte Struktur. Im Vergleich zum Feld ist die Beurteilung natürlich länger, aber es gibt zwei wichtige Vorteile. Erstens sind die Proben bei minus 100 Hektopascal equilibriert, deshalb sind die vergleichbarer. 2. Die Proben werden anonym beurteilt und deshalb objektiver. Wir beobachten drei Kriterien: Aggregatform, Porosität und Bruchschwierigkeit. Um die Objektivität zu erhöhen, ist es gut, die Beurteilung zu zweit zu machen. Nach der Corvess-Beurteilung kann es nützlich sein, die Probe zu zerkrübeln, um das Sieden zu vereinfachen. Die Probe musste auch bei 105 Grad getrocknet werden, bis die Masse konstant ist, und diese Masse muss gewogen werden. Um das Volumen und Gewicht der Steine zu entfernen, braucht man ein Sieb. Und dann kann man auch die Feinerde benutzen, um weitere Analysen zu machen. Das war der Laborteil. Jetzt haben wir das Gewicht bei minus 100 Hektopascal, das Volumen bei minus 100 Hektopascal, das Gewicht bei 105 Grad. Das Ganze muss auf die Feinerdfraktion bezogen werden. Und deshalb muss man das Volumen und Gewicht der Steine abziehen. Also, das heißt, das Gewicht der Probe bei minus 100 Hektopascal ist das Gewicht, was man gemessen hat, minus das Gewicht der Steine. Und das Gewicht der trockenen Probe ist das Gewicht, was man gemessen hat, minus das Gewicht der Steine. Damit können wir den Wassergehalt bei minus 100 Hektopascal berechnen, indem wir einfach das Gewicht bei minus 100 Hektopascal minus das Trockengewicht berechnen. Da es gravimetrischer Wassergehalt ist, müssen wir jetzt das Ganze durch das Trockengewicht dividieren. Das gibt Gramm von Wasser per Gramm von trockener Erde. Damit kann man auch das spezifische Volumen bei minus 100 Hektopascal messen. Das ist einfach das Volumen, welches wir mit der Plastiksackmethode gemessen haben, minus das Volumen der Steine. Das Ganze dividiert durch den Trockengewicht. Wir bekommen dann Kubikzentimeter per Gramm trockener Erde. Und um die Lagerungsdichte zu bekommen, macht man einfach die Inverse vom Volumen und bekommt so Gramm per Kubikzentimeter. Um den Luftgehalt zu messen, muss man sich ganz einfach eine Probe repräsentieren. Diese Probe hat ein bestimmtes Volumen, welches in drei Phasen getrennt ist. Ein Volumen Luft, ein Volumen Wasser und ein Volumen Festsubstanz, was vor allem Feinerde ist. Wir hatten auch ein Volumen von Steinen, aber die haben wir schon vorher abgezogen. Der gravimetrische Luftgehalt wird berechnet als das spezifische Volumen minus Wassergehalt minus Volumen der Festsubstanz. Das ist einfach 1 auf die reelle Dichte, die meistens als ungefähr 2,65 Gramm per Kubikzentimeter gerechnet wird. Dann bekommt man Kubikzentimeter Luft per Gramm trockene Erde. Diese vier Parameter ermöglichen eine gute Charakterisierung der Bodenstrukturqualität. Um eine gute Struktur von einer schlechten Struktur zu unterscheiden, gibt es sogar Referenzwerte, die entwickelt worden sind, insbesondere für gravimetrischen Luftgehalt. Jetzt wissen Sie, wie man eine präzise Diagnose der Bodenstrukturqualität macht. Sie brauchen nur noch das Video anzuschauen, wie es im Feld geht.